Willkommen nach. Nochmal. Da steht's. Ich hab's extra reingekriegt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sonja Senf zum Sonnabend. Ja, herzlich willkommen nach Karlshausen im Stadtteil Entenruhe. Dagoberts Duck, 75. Geburtstag. Und ganz ehrlich, da gibt's keine Zeit zu lachen. Donald Duck, wer kennt ihn nicht? 1931 tauchte er als erstes Mal als Freund von Mickey Mouse in einer Comic-Folge auf. Und seine erste Nebenrolle, Gastrolle, 1934, auch bei Mickey Mouse. Aber dann bekam er seine erste eigene Sendung, 1937. Und da tauchten auch, wo sind sie denn? Seine Neffen auf, die Kinder von Della Duck, die zu einer Expedition aufgebrochen ist und Tick, Trick und Track, die sie einfach bei Donald gelassen hat. Ja, und jetzt, ganz neu, wird sogar denen einen Graphic Novel gewidmet. Das ist kein ganz normaler Comic, sondern wirklich ein cooles Graphic Novel für Kids. Naja, sagen wir mal, so ab der zweiten, dritten Klasse bis 99 und 101. Was muss man denn noch über Donald wissen? Naja, Donald hat Geburtstag am Freitag, den 13. Und da streiten sich die Geister. Gilt das des Zeichners 1920 als Geburtsjahr oder 34, wo er seinen ersten Auftritt bei Mickey Mouse hat. Aber da Donald Duck so ein bisschen der Pechvogel ist, was man ja auch kennt, muss man schauen. Ich habe zwar einen Comic gefunden mit seinem Auto, da steht aber nicht die Kennzeichen. Das Kennzeichen ist nämlich immer 313. Ich habe auch noch was anderes dabei, da oben. Nein, sein Auto ist hier jetzt nicht dabei. Aber genau, er war einfach immer ein Pechvogel und das ist das, was ihn ausmacht. Aber trotzdem hat er 2004 seinen eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bekommen. Das sei ihm gegönnt. Egal, wie viel Dagobert an Kohle scheffelt. So, das war's von mir heute. Eure Sonja und tschüss.